Hallo, in diesem Video schauen wir uns an, wie ihr euer erstes Video am Lightboard aufnehmen könnt. Ich stehe hier gerade hinter dem Lightboard und habe den Lightboard-PC bereits gestartet. Dadurch startet sich am rechten Bildschirm automatisch die Aufnahmesoftware OBS. Der PC wird nun über diese kleine Tastatur hier, das sogenannte Stream Deck, gesteuert. Wenn ich nun mit der Aufnahme beginnen will, drücke ich hier links oben einfach auf Aufnahme starten. Sobald der PC mit der Aufnahme begonnen hat, beginnt der Knopf rot zu leuchten. Hallo, das, was ich jetzt gerade sage, seht ihr auch im Video am Ende. Dann werde ich euch nämlich das Video zeigen, das ich jetzt gerade wirklich mit dem Lightboard aufgenommen habe. Man hat auch die Möglichkeit, mit dem Stream Deck die Aufnahme zu pausieren. Dafür drücke ich einfach hier auf den zweiten Knopf. Nun hat der PC die Aufnahme pausiert und alles das, was ich jetzt gerade sage, werdet ihr im Video am Schluss nicht mehr sehen. Das ist insbesondere deshalb eine interessante Funktion, weil man bei einem längeren Video vielleicht zwischendurch das Lightboard reinigen will und dazu kann man das Video auch pausieren. Wenn ich nun das Video erneut fortsetzen will, drücke ich hier im Stream Deck einfach auf Aufnahme fortsetzen. Und jetzt bin ich wieder da und ihr könnt mich im Video erneut sehen. Wenn ich nun mit meinem Video fertig bin und ich kann zwischendurch beliebig oft pausieren und fortsetzen, dann drücke ich hier auf Aufnahme beenden. Nun wird das Video am PC abgespeichert und ihr findet es hier direkt am Desktop im Ordner Videos. Und nun sehen wir uns das Video, das ich gerade aufgenommen habe, an. Sobald der PC mit der Aufnahme begonnen hat, beginnt der Knopf rot zu leuchten. Hallo, das, was ich jetzt gerade sage, seht ihr auch im Video am Ende. Dann werde ich euch nämlich das Video zeigen, das ich jetzt gerade wirklich mit dem Lightboard aufgenommen habe. Man hat auch die Möglichkeit, mit dem Stream Deck die Aufnahme zu pausieren. Dafür drücke ich einfach hier auf den zweiten Knopf. Und jetzt bin ich wieder da und ihr könnt mich im Video erneut sehen. Wenn ich nun mit meinem Video fertig bin und ich kann zwischendurch beliebig oft pausieren und fortsetzen, dann drücke ich hier auf Aufnahme beenden.